glaube, dass ganz viel bei diesen Menschen aus einer Haltung heraus entsteht, die damals üblich war, die uns heute merkwürdig oder gar eklig erscheint oder irgendwas. Und ich finde, man muss sehr, sehr aufpassen, den eben gerade nicht als Ekel zu zeigen, sondern in seiner Zeit gefangen, in seiner Moral gefangen, in seinen Gesetzen, in den Gesetzen dieser Zeit, die ja voll von Werten und von unglaublichen Regeln war. Dieses männliche Prinzip sozusagen, also das gibt es auch heute noch, sicher. Also das sind zwei Sachen. Also man kann den Innstetten auch als eine moderne Figur sehen, also als einen Karrieristen, als einen, der seine Arbeit an erste Stelle stellt, ja, und seine Karriere. Was einen Grund hat, psychologisch auch einen Grund hat, er hat eine große Verletzung, er wollte diese Frau heiraten, diese Frau hat einen reichen Mann genommen, ist ihm dadurch weggelaufen und er hat sich in die Arbeit gestürzt und hat eigentlich seinen Schmerz durch Arbeit gedämpft und hat diese Karriere deswegen gemacht. Dass der Effi geheiratet hat, hat ja für mein Empfinden zwei Gründe. Das eine ist, dass er dieser Frau wieder begegnet, Luise Briest, und das war die Liebe seines Lebens. Und er ist affektiert, er ist immer noch da verbunden und irgendwo. Dann sieht er dieses Mädchen und plötzlich merkt er, da gehen ganz viele Sachen zusammen. Ich brauche eine Frau, um die wirkliche Karriere zu machen. Das kann ich ohne Frau nicht machen, also nicht ohne Frau von Stand. Ich kann dieser Frau vielleicht, dieser Luise Briest, wieder in der Nähe dieser Frau sein. Also da gibt es ganz viele Dinge, die plötzlich gepasst haben. Und dann hat er das gemacht. Nichts ahnen, dass es erstmal ein Kind ist, dass er jahrelang alleine gelebt hat, Junggeselle war, überhaupt gar nicht in der Lage ist, mit jemand zu leben, glaube ich. Und das ist ihm alles eine Nummer zu groß. Und er benutzt es halt genau so, wie er es braucht. Ja, und versucht, sie wie ein Kind zu erziehen und in dieses Raster halt einzufügen. Abenteurer, er ist seiner Zeit ein bisschen voraus, vielleicht in seinem freiheitlichen Denken, wo er natürlich von anderen teils belächelt wird möglicherweise, teils auch Empörung hervorruft. Gibt es ja Szenen, wo man einfach merkt, das ist nicht schick, das gehört sich nicht, wie der sich benimmt. Ich finde das spannend und gut, das gefällt mir. Ja, das gibt schon eine andere Haltung. Also gerade diese Uniform mit den Stiefeln finden die Mädels ja sowieso sehr schneidig. Allerdings gefallen mir tatsächlich die privaten Kostüme von Crampas noch viel besser als die Uniformen, weil es einfach sehr stilvoll ist, was die damals anhatten. So mit Westen und diese Gehröcke teilweise, die Hosen, die Reitstiefel dazu, also die Hüte. Gefällt mir fast noch besser als die Uniform sogar. Es fühlt sich gut an. Ich kann auch nachvollziehen, dass Innstetten sagt, okay, ich fordere den heraus, Crampas darauf eingeht. Obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, eben dadurch, dass er halt eigentlich etwas freier in seinem Denken war als seine Zeit damals, zu sagen, nee, Innstetten, lass mal, ist okay. Wozu? Ist doch Quatsch. Einer von uns fällt und dann, was haben wir davon? Letztendlich ist er nicht so frei. Ich glaube, dass das mehr viele Faktoren sind. Es spielt sicher die Zeit eine große Rolle, dass die Tochter unter die Haube musste, dass es damals wirklich sehr, sehr wichtig war, dass die in einer guten Familie untergebracht wurden, mit Geld und mit einem Status. Und es spielt sicher auch eine Rolle, dass sie das nochmal erfüllt sah, was sie selber nicht leben konnte. Also, dass sie den Innstetten, den sie eigentlich wohl geliebt hat, ja nicht selber nicht haben konnte oder nicht wollte, nicht durfte. Und nun ihre Träume erfüllt sah in ihrer eigenen Tochter. Ich glaube eben, dass die Beziehung nicht sehr innig ist. Ich glaube, dass die Mutter ein Problem hat oder von Anfang an hat sie ein großes Problem damit, dass sie den Innstetten nicht genommen hat. Und sie hat dann ein ganz anderes Leben eingeschlagen, hat das gelebt und hat das durchgezogen, hat die Zähne zusammengebissen und hat dann das Kind bekommen. Und ich glaube, dass sie nie mehr glücklich geworden ist, die Frau. Und dass sie deshalb auch eigentlich keine gute Beziehung hat zu ihrem Kind. Ich glaube, die war nie innig. Das war nie wirklich eine ganz große
also Liebe von einer Mutter zu einem Kind. Sie hat sie, glaube ich, sehr verwöhnt und sie hat ihr alles gegeben und ihr alles geboten, aber so eine wirkliche, echte Nähe hat sie nicht herstellen können. Und ich glaube, das liegt daran, weil sie ihr eigenes Leben selber verfuscht hat, also ihr eigenes Glück. Sie hat einen ganz genauen Blick, sie hat eine genaue Vision. Das finde ich ganz wichtig als Schauspieler. Sie weiß genau, wo es hingehen soll. Und die Art, wie sie uns da oder mich dahin führt, ist sehr, sehr sensibel und auch sehr detailliert. Und also ich bin fasziniert davon, wie sie ganz kleine Momente, nur Regungen, nur Gedanken spürt, wenn sie nicht da sind oder wenn sie da sind und einen dann so auf den Weg bringt und sagt, versuch's mal in die Richtung. Ich liebe das. Das ist so eine ganz feine Arbeit. Zumal sie der Gegenentwurf zu Priest ist. Also sie ist ja auch, also Juliane ist ja auch der Gegenentwurf zu mir, rein physisch schon. Also eine schlanke, sehr schlanke, hochgewachsene Frau. Und in diesem physischen Unterschied zeigt sich für mich auch schon der Unterschied dieser beiden Figuren. Also eine sehr gehaltene, energische Frau. Also das Gegenteil der Butter in der Sonne, sozusagen. Eher ein Stock im Sand. Und ja, das kann ganz schön werden, dass, wenn man auch sieht, dass dieser weiche Mann auch von dieser Frau zerstört worden ist. Also ich glaube, der eigentliche Zerstörer in der Familie ist Frau von Alte Priest ist natürlich im Grunde die historischste Figur. Also der ist ja auch fast schon so alt für das Zeitalter, in dem das Original spielt. Das ist einfach wirklich ein alter Macho mit seiner Zigarre und mit seinem Schnaps und so. Und da muss man einfach versuchen. Ich lege irgendwie großen Wert darauf, dass das ein trauriger Mann ist, ein melancholischer Mann, ein Mann, der auch mal Träume hatte, die sich nicht erfüllt haben, nicht mit seiner Frau. Und die ganze Liebe galt dieser Tochter, die er abgöttisch, fast inzestiös liebt, finde ich. Und dann kommt diese wahnsinnige Enttäuschung, die ihm im Grunde die Beine wegreißt.